Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Geht in die nächste Runde dreschen. Ernten, ernten, ernten. Dreschen, dreschen, dreschen. Wir kommen mal wieder beim Abfahren nicht so ganz hinterher. Genau, wir sind nämlich voll und das erste, was wir jetzt erstmal machen müssen, den Anhänger leer bekommen, weil die stehen sonst alle gleich wieder. Tun sie sowieso. Weil wir es nicht rechtzeitig schaffen auszulernen. Ja, was machen wir nach dem Dreschen? Ich habe mir überlegt, wir müssen irgendwie noch was mit Mais machen. Wir müssen den Mais nutzen. Das ist noch so viel Geld, was wir hier sozusagen haben. Wenn wir nachher ein paar Getreidefelder über haben und die Map zurücksetzen, finde ich das nicht ganz so wild. Da verlieren wir nicht so viel. Aber den Mais, der ist so lukrativ, den müssen wir noch ernten. Das soll aber auf jeden Fall auch ein Stück weit Cosplay-Helfern geschehen. Ja, das Feld haben wir fertig, den Mähdrescher müssen wir auch gleich umsetzen. Aber erstmal erst das eine, dann das andere. Wir können nicht alles gleichzeitig. So, erstmal holen wir uns wieder 16.000, 17.000 für ein bisschen Weizenverkauf. Knapp 18.000, stopp. Ich finde, die Musik ist ein bisschen leise heute irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Nehmen wir wieder die Abkürzung. So, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Also viel haben wir hier echt nicht mehr vor uns, dann ist dieses Feld fertig. Wir sollten jetzt auch hinkommen mit der restlichen Anhängerkapazität hier. Hoffe ich zumindest. Wobei natürlich jetzt alle voll sind. Dann ist auch der Anhänger gleich wieder halb voll. Doch ziemlich lange gebraucht, aber es ist halt ohne Cosplay-Hilfe, die wir nicht eingestellt haben. Tatsächlich, alle sind voll. Na egal, wir nehmen uns erstmal den vor. Genau so nehmen wir uns den vor, fahren einfach ein bisschen rein ins Schneidwerk. Nehmen wir wieder die Anzeige hier weg. Ist ja nicht so hübsch. Schon wieder zu weit weg. So kommen wir natürlich voran. Ja genau, damit das hier gleich weitergeht, nehmen wir den als nächstes und bleibt der Gelbe gleich stehen. Das ist dann so. Nicht schon wieder so weit weg. Ich glaube nicht, dass der schon leer ist. Wir sind nur einfach wieder zu weit weggekommen. Ist noch lange nicht leer.
Nun aber, also gibt uns die Gelegenheit, endlich den letzten uns vorzunehmen. Oh, schon wieder diesmal blöd im Wenden. Dann fahren wir gleich hier so rum ran, dann kann er mich gleich wenden. Stört uns dann nicht weiter. Naja, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Naja, nehmen wir Geschwindigkeitstaste, mal ein bisschen nebenher fahren. Können wir ein bisschen vorschnell wegfahren, entweder fahren zu weit weg oder wir fahren zu nah ran. Läuft bei uns gerade nicht so gut. Nehmen wir auch den zweiten Anhänger. So. Ja, wenn der leer ist, müssen wir die anderen schon wieder abbunkern. Und erst dann können wir den vierten Mähdrescher, der ja auch derzeit wahrscheinlich irgendwo rumsteht, mal zum nächsten Feld übersetzen. Zum kleinsten Feld, was wir bei uns haben. Feldnummer, ich weiß nicht, was ist das überhaupt? 5. Feld 5. So, bist du mal fertig eigentlich mittlerweile? Ja, ne? Ne, immer noch nicht ganz. Jetzt aber. Jetzt zuckt es nur noch Stück für Stück. Das ist die Ernte. Und tatsächlich, wir müssen uns sogar ein bisschen beeilen. Bleiben wir kurz stehen. So. Und den noch, dann haben wir es. Dann wechseln wir zum anderen Drescher aufs andere Feld. Fahren ein bisschen aus dem Weg, weil sonst werden wahrscheinlich gleich, würden wir hier den Drescher beim Wenden blockieren. So sollte das hinhauen, dann müssen wir irgendwo hier hin, ne? Wo ist er denn? Da ist er. Nicht ganz. Aber schön nah an dem Feld gegenüber, hervorragend. Fahren wir mal hier neben, dann können wir nämlich gleich noch leer machen, bevor wir mit dem nächsten Feld anfangen. Und das können wir vorstellen, das passt sogar fast komplett rein. Wir müssen höchstens einmal ausleeren zwischendurch. So, das passt schon mal ganz gut. Gegenüber sollte ja auch noch Gerste sein. Also wir müssen den Anhänger auch nicht leer machen. Denn die Ladung werden wir dann auch noch gleich los. So, einmal schnell mal hier rüber heizen und wieder Helfer einstellen. Und wieder zum anderen Feld rüber wechseln. So, wer von euch hat's nötig? Noch keiner. Aber der wird auf jeden Fall der Erste sein, der gleich dran ist.
Also fahren wir da nebenher. Ich hätte mit dem auch schon fast umdrehen können. Dann haben wir es auf jeden Fall gleich fertig hier. Das dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Ich bin noch überlegen, ob wir, ich glaube, es reicht tatsächlich nicht, noch nicht mal ganz mit der Anhängerkapazität, dass wir noch mal zwischenfahren müssen. So, langsam leer, oder wie sieht's aus? Ein kleiner Rest ist noch. Aber wir müssen weiter. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir kriegen schon wieder nicht beide rein. Dann halten sie gleich an. Ups. Bisschen verdreht. Dann ja, nehmen wir uns den vor, der kann zumindest wieder weiterfahren. Kann dann wieder aufschließen sozusagen. Das haben wir mehr von, als wenn alle stehen würden. So steht zumindest nur zwei. Und der kann hier wieder aufschließen, wahrscheinlich komplett bis zum Gelben. Und dann ist es auch echt nicht mehr viel. Wir müssen natürlich dann nochmal sehen, dass wir jetzt einmal abfahren, wieder ausleeren. Holen wir uns wieder die nächsten 18.000. Gleich, würde ich sagen. Ja, ich glaube, der andere, der fährt noch. Sehen wir ja sonst vielleicht gleich, weil wir eh fast dran vorbeifahren. Jo, auf geht's mit der nächsten Ladung. 106.000 Liter Weizen zum Bahnhof. Aber mittlerweile schon auch schon Millionen, mehr als eine Million abgekippt. Aber es ist wahrscheinlich nicht viel mehr als 150.000 Bonus oder so, den wir uns dann nochmal holen. Wenn es dann soweit ist. Das ist von dem Feld dann auch tatsächlich die letzte volle Ladung. Also nochmal ganz voll kriegen wir sie nicht. Und der Drescher gegenüber ist schon einmal rundherum, möchte aber auch gerade ausgeleert werden. Dann fahren wir den ein Stück rüber, kippen den auch aus. Dann müssen wir ja nicht warten, bis der leer ist. Die Zeit können wir sinnvoller nutzen. Und zwar wechseln wir dann einmal schnell hier rüber. Das passt ja auch ganz gut. Und einmal rundherum hat er geschafft. Noch einmal rundherum und dann ist das Feld eigentlich auch schon fast gewesen. Ist nicht viel dran. Ich habe ja noch die Geschwindigkeit auf 1, fällt mir eigentlich auch mal so auf mittlerweile. Komme gar nicht mal mehr so voran, was die Tageszeit angeht. Aber da wir gerade trockenes Wetter haben und jetzt eh viel zum Ernten haben, lassen wir das einfach erstmal so laufen. Produzieren natürlich die Mühlen und sowas auch weniger. Ist immer ein bisschen blöd. Produzieren eigentlich fast gar nichts sozusagen, bevor eine Stunde rum ist.
ist der auch fast voll. Nicht ganz. Lassen wir mal kurz hier stehen. Wechseln wieder. Ja, Mais häckseln, ne? Das steht als nächstes an. Wir haben, glaube ich, noch 3 Maisfelder vor uns und die wollen wir auch alle ernten. Das steht fest. Das Geld holen wir uns noch und in der Zeit, wo wir den Mais wieder verkaufen, Gerd und Verkauf, können wir noch ein paar Felder ernten und dann werden wir tatsächlich auch mal die Map zurücksetzen. Haben wir also noch ein bisschen was vor. So, er steht da hinten, dann können wir mit dem hier rüber vielleicht, dass der das letzte Stück noch abfährt. Aber ich würde sagen, das Feld machen wir in der nächsten Folge zu Ende. Und dann gucken wir mal, ob wir mit Häckseln schon anfangen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, würde mich über einen Kommentar und Like und so freuen. Und auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis dahin, tschüss.